Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit uns beiden. Anne zieht sich schön aus. Wir haben heute mal gedacht, wir lassen die Hosen runter und zeigen euch, was wir im Jahr 2022 alles verdient haben mit YouTube und Co. Es wird also spannend, wir machen uns nackig und ja, ihr könnt ja einfach mal gucken. Könnt ihr mal einen Tipp abgeben und unten in die Kommentare schreiben. Wie ihr wisst, sind wir mittlerweile 2,5 Jahre im Van unterwegs und können ganz gut einschätzen, was man so im Van an Geld braucht, und es ist gar nicht so wenig, das kann man euch sagen, und deswegen muss man auf jeden Fall früher oder später dran denken, irgendwie Geld zu verdienen, weil sonst macht man das nicht so lange. Genau, das alles ist natürlich super individuell und variabel. Also es wird Menschen geben, die brauchen weniger Geld. Es gibt Menschen, die brauchen noch mehr Geld. Wir haben da für uns einen sehr guten Mittelweg gefunden und haben vor allem auch Lösungen gefunden, um an dieses Geld zu kommen, damit wir uns diesen Lebensstil finanzieren können. Weil das schöne Sprichwort von nichts kommt nichts gilt natürlich auch fürs Thema Vanlife. Genau, und wir beide sind auch Menschen, die gerne arbeiten und gerne eine Beschäftigung haben und nicht nur reisen, sondern auch ja, eine sinnvolle Aufgabe nebenher haben, denke ich. Und das ist uns spätestens aufgefallen, als wir vorletztes Jahr? 2021 im Sommer. In Polen waren, glaube ich. In Rumänien waren. Ah, okay. Rumänien waren. Und da ist uns aufgefallen, dass wir zum einen einfach mal wieder Geld brauchen. Das war aber noch nicht ganz so kritisch, aber gerade der Punkt mit der Beschäftigung. Ja, weil ich habe in Rumänien einfach gemerkt, dass mir so ein bisschen mein alter Job auch fehlt. Und deswegen habe ich mich ja dann auch sehr kurzfristig dazu entschieden, ja, mich nochmal zu bewerben für eine Festanstellung in Teilzeit. Das hat dann auch super schnell geklappt. Ich glaube, wir beide haben gar nicht damit gerechnet, dass das so schnell geht, weil es eigentlich so eine, ja, Hals-über-Kopf-Aktion war. Aber es war umso schöner und ich habe richtig schnell gemerkt, dass mir das gut tat. Fabi konnte dann wiederum mehr Zeit in die YouTube-Videos stecken. Wir können noch Projekte wie beispielsweise Podcast oder Instagram so ein bisschen mitmachen, können ein paar Videoproduktionen machen und ja, können das einfach ein bisschen zeitlicher ausbauen. Genau, jetzt habe ich schon gesagt, ich habe mich für eine Festanstellung beworben. Das heißt, ich arbeite jetzt seit knapp 2 Jahren wieder quasi in meinem alten Job, aber nicht bei meinem alten Arbeitgeber, in Festanstellung. Und zwar bin ich im Personalbereich tätig, in Teilzeit, habe ich ja schon gesagt, ich arbeite 25 Stunden pro Woche. Letztes Jahr habe ich 30 Stunden gearbeitet, habe das dann dieses Jahr nochmal auf 5 Stunden, um 5 Stunden minimiert. Einfach, weil der Podcast beispielsweise dazu gekommen ist und ja, wir einfach natürlich auch ein paar YouTube-Projekte haben, wo ich mitwirken möchte. Und das Ganze mache ich jetzt seit 2 Jahren und es macht mir extrem viel Spaß. Und das ist natürlich unser einziger richtig konstanter Geldeinfluss. Also mein festes Gehalt, welches ich jeden Monat durch die Festanstellung bekomme, bleibt natürlich immer gleich. Und dadurch haben wir schon mal eine Konstante, weil wir beide natürlich mit einwirken. Wir sind eine Beziehung, wir sind ja beide gleichberechtigt und genau, das ist ein Fixteil. Ja, das schafft uns auf jeden Fall schon mal Sicherheit, weil ein so ein Fixteil zu haben, ist tatsächlich nicht schlecht. Da weiß man einfach, okay, man hat x Einkommen und kommt damit so oder so über die Runden. Und das ist für uns einfach ganz gut, weil es einfach ein bisschen, ja, Ruhe schafft und ein bisschen beruhigt. Und damit sind wir nicht ganz so abhängig von unserem zweiten Teil, nämlich dem selbstständigen Teil, worauf ich mich in der Zeit mehr fokussiere, wenn Anne ihrer Festanstellung nachgeht. Genau, jetzt haben wir schon gesagt, ich arbeite in einer Festanstellung. Für viele ist das auch immer noch so, hä, wie funktioniert das denn? Es funktioniert sehr gut, einfach weil ich sehr selbstdiszipliniert bin und vor allem, weil mir mein Job extrem viel Spaß macht. Also ich arbeite eigentlich genauso wie im Büro auch, nur eben aus dem Van heraus. Wir haben ja auch viele Phasen, in denen wir in Deutschland sind, wo ich dann auch ganz normal ins Büro mal gehe oder halt aus dem Homeoffice zu Hause arbeite. Aber auch im Van klappt das sehr gut. Ich setze mich an den Laptop, habe meine Termine, gehe meiner Arbeit nach und währenddessen arbeitet Fabi in der Selbstständigkeit. Also wir haben uns da so aufgeteilt, dass wir eigentlich immer parallel arbeiten und genau, dadurch fühlt es sich auch so ein bisschen an wie so ein Coworking Space. Unter der Woche arbeiten wir dann oft zusammen, gemeinsam hier in einem Van.
Zusätzlich kommen natürlich noch unsere ganzen Filmarbeiten, die dann natürlich noch on top kommen. Unsere Geschichten wie Podcasts, das sind auch Sachen, ja, die kommen einfach noch zusätzlich dazu. Und wir können schon sagen, dass wir ja 40 Stunden plus am Ende auf jeden Fall jede Woche arbeiten, würde ich mal behaupten. Oder auch Instagram. Also ich kümmere mich um Instagram, das mache ich dann auch noch neben der Festanstellung. Und das Film natürlich für YouTube, was wir oftmals dann auch am Wochenende noch machen. Also es ist auch kein klassischer 9-to-5-Job, würde ich mal sagen, sondern ja, gerade bei dir nochmal viel, viel mehr. Aber auch bei mir, dadurch, dass ich ja mitwirke und auch mithelfe, ist es jetzt nicht dieses, ich arbeite meine 25 Stunden und bin dann durch für die Woche. Genau, und zusätzlich kommt halt dazu, dass die Grenzen da wirklich verschwimmen. Also wir gehen raus, gehen spazieren und filmen dann natürlich teilweise auch noch was dabei. Das heißt, wir können das gar nicht so hundertprozentig abgrenzen, wo hört jetzt die Arbeit auf und wo fängt die Freizeit an. Das ist in anderen Jobs garantiert anders. Bei uns ist das ein bisschen, naja, es verschwimmt mehr und mehr zu einem Gesamtbild. An der Stelle kann man aber auch ganz klar sagen, uns macht das Spaß, uns macht die Arbeit extrem viel Spaß. Meine Festanstellung macht mir sehr viel Spaß und das ganze Thema YouTube, Social Media, Kooperation, also die gesamten Einkommensströme, auf die Fabi gleich nochmal genauer eingehen wird, das macht uns alles extrem viel Spaß und deswegen kriegen wir es auch oftmals gar nicht mit, wie viel wir eigentlich arbeiten. Ja. Das wollte ich nur nochmal betonen. So, jetzt aber mal Butter bei der Fische. Wie viel Geld haben wir denn tatsächlich letztes Jahr verdient? Bevor wir anfangen, man muss dazu sagen, wir haben verschiedene Einkommensströme. Als Selbstständiger ist es ganz gut, wenn man sich nicht nur auf einen Einkommensstrom verlässt, weil es ist einfach sehr fluktuide. Das kann in einem Monat mal richtig gut laufen und im nächsten Monat läuft es gar nicht. Das ist bei YouTube einfach so, mal hat man ein gutes Video, was besser läuft und mal kommen die Klicks nicht ganz so gut voran. Das ist nicht so schlimm, wenn man mehrere Einkommensströme hat. Deswegen fangen wir jetzt mal an. Ich bin auch ganz gespannt, weil ich kenne die Zahlen auch noch gar nicht so genau. Ja, wir haben seit längerem ein Projekt, wir beide zusammen. Das ist das Print-on-Demand-Geschäft-Projekt, sage ich mal. Da haben wir in der Vergangenheit Designs hochgeladen, Designs für T-Shirts und diese Designs kann man auf verschiedenen Portalen wie beispielsweise Spreadshirt hochladen und ja, jedes Mal, wenn ein Design geklickt und bestellt wird, bekommen wir eine kleine Provision davon. Das Ganze haben wir schon vor einer Ewigkeit angefangen. Ja, also das haben wir locker schon vor 5 Jahren ungefähr. Also ihr müsst euch vorstellen, das war so ungefähr unser erstes Projekt der Selbstständigkeit. Das lief lange vor YouTube. Das stimmt. Man muss auch noch dazu sagen, Fabi und ich hatten immer mal wieder irgendwelche kreativen Ideen. Wir hatten immer so ein bisschen Jucken in den Fingern, dass wir was selber noch starten wollen. Irgendwelche Projekte haben verschiedene Blogs schon mal gemacht. Aber das Thema Spreadshirt war vor allem auch das erste Projekt, mit dem wir dann Geld verdient haben. Genau, auf jeden Fall. Und das gibt natürlich Mut, sich da mehr auszuprobieren. Und das war vielleicht, ich sag mal, ein kleiner Baustein in die Richtung, wir machen YouTube oder wir machen sowas in die Richtung, weil man einfach Lust hatte und gesehen hat, ey, man kann im Internet mit einer Selbstständigkeit Geld verdienen, wenn man möchte. Es war sehr aufwendig auch, muss man dazu sagen, wir haben da sehr viele Stunden Zeit verbracht, selber Designs entworfen und Designs entwerfen lassen, die wir gekauft haben und dann wiederum auf der Webseite verkaufen. Insgesamt ist das nicht viel Geld, was letztes Jahr dabei rumgekommen ist. Es waren 78,03 €. Das klingt jetzt noch nicht viel, muss aber auch dazu sagen, die letzten Jahre haben wir auch Geld damit verdient und das ist jetzt einfach sinkend, der Einkommensfluss, weil wir uns darum nicht mehr kümmern. Wollte ich gerade sagen, wir machen dafür nichts mehr aktiv, sondern die Designs sind ja oben. Genau. Und dann sind es 78 €. Das kommt einfach so, damit haben wir nicht mehr viel zu tun. Und ja, man könnte überlegen, sich da wieder ein bisschen mehr auszutoben, dann würde man da wieder ein bisschen mehr Geld verdienen. Aber ja, 78 € haben oder nicht haben, ist auf jeden Fall ganz schön und hat uns einfach den Grundstein, glaube ich, gelegt. Ich glaube, das ist das Wichtige und deswegen, ja, 78 € von Spreadshirt und Co. Ja, und mit steigenden unternehmerischen Tätigkeiten wächst auch der Aufwand, den wir im Hintergrund betreiben müssen. Ihr seht hier die Belege der letzten Monate, die sich zusammengesammelt haben. Und um da ein bisschen Struktur ins Chaos zu bringen, haben wir uns für die Buchhaltungssoftware Safdesk entschieden.
Zefdesk richtet sich da vor allem an Freiberufler und Selbstständige. Ihr könnt ganz easy Rechnungen erstellen, ihr könnt Angebote machen und ihr habt auf eurem Dashboard immer sofort einen Überblick über eure Umsätze und Einnahmen. Die für mich wohl coolste Funktion ist, dass man ganz easy mit seinem Handy Belege einscannen kann und das dann sofort in seine Cloud hochladen kann. Und natürlich bietet Zefdesk auch die Schnittstellen zum Finanzamt und zu eurem Steuerberater. Das spart euch Zeit und eine Menge Stress. Falls ihr Zefdesk auch mal 14 Tage kostenlos ausprobieren wollt, findet ihr unten den Link in der Videobeschreibung. Mit unserem Community-Code 59 erhaltet ihr zusätzlich 50% Rabatt auf die Laufzeiten von 24 bzw. 12 Monaten. Unser nächster Einkommensstrom ist das ganze Thema Affiliate-Links. Jetzt fragen sich vielleicht einige, was sind denn überhaupt Affiliate-Links? Schon wieder so ein englisches Wort. Das sind Links, die beispielsweise bei uns unterm Video stehen, beispielsweise unsere Kamera bei Amazon. Die haben wir euch unten in der Infobox verlinkt. Wenn ihr darauf klickt, dann landet ihr bei Amazon und ihr werdet die Kamera sehen, könnt diese Kamera kaufen. Für euch macht es keinen Preisunterschied, wenn ihr über diesen Link kauft. Wir bekommen aber eine Mini-Mini-Provision von Amazon, wenn ihr über diesen Link einen Einkauf abgeschlossen habt. Und da gibt es verschiedene Kooperationspartner, wo man dann immer einen kleinen Anteil dafür bekommt. Ja, ihr vielleicht auch ab und zu noch eine Ermäßigung erhaltet. Es ändert sich, wie gesagt, für euch nichts am Preis, aber wir verdienen damit noch ein kleines Stückchen. Und diese Affiliates sind natürlich eine super Möglichkeit, eure Lieblings-YouTuber ein bisschen zu unterstützen. Das tut euch an der Stelle nicht weh, weil die Produkte werden keinen Cent teurer. Und im Gegensatz bekommt der YouTuber eine kleine Provision. Ja, was war das im Jahr 2022? Mit Affiliate Links haben wir letztes Jahr 822,30 € verdient. Das ist für uns super cool, weil das 100% passiv funktioniert. Da müssen wir nicht mehr viel machen und unterstützt uns bei der Reise einfach ja, enorm. Also 800 € nochmal zusätzlich für die Reisekasse. Das ist ein schöner Posten auf jeden Fall. Sehr viel Geld und alle Produkte, die wir empfehlen, empfehlen wir wirklich guten Gewissens, weil wir sie entweder selber tagtäglich im Einsatz haben oder zumindest getestet haben. Genau, also wir würden da auch keine Links reinpacken, die wir uns selber nicht kaufen würden. Deswegen sind das auf jeden Fall Links, die wir empfehlen können. Genau. Und ja. So, jetzt kommt ein großer Punkt und eigentlich so ein bisschen ja auch dein Hauptjob. Ja, jetzt kommt eigentlich wahrscheinlich das, was viele als letzten Punkt vermutet hätten. Wir haben das Ganze hier aufsteigend sortiert und es ist nicht der letzte Punkt, der Punkt nämlich YouTube. Ja, YouTube ist der größte Part, an dem ich tagtäglich aktuell arbeite. Und ja, wie verdient man durch YouTube Geld? YouTube schaltet vor einem Video immer diese kleinen Werbeanzeigen oder teilweise auch zwischendrin. Und da bekommen wir einen kleinen Anteil von ab, also einen Provisionsanteil an der Werbung, die geschaltet wird. Dieser Anteil berechnet sich aus zwei wesentlichen Faktoren. Zum einen, wie viele Klicks bekommt ein Video? Das seht ihr jetzt mal hier eingeblendet für den Monat April. Also im letzten Monat seht ihr, wie viele Klicks wir am Tag bekommen haben für die einzelnen Videos. Und ja, ihr seht, nicht jedes Video performt da gleich. Manche bekommen mehr Klicks, manche weniger. Deswegen hat man auch diese große Fluktuation zwischen den Videos. Der zweite Faktor ist der sogenannte CPM. Das heißt Cost per Mill. Das gibt an, wie viel 1000 Views im Prinzip wert sind für den Werbepartner, der da Werbung schalten will. Der berechnet sich wiederum ein bisschen daraus, wie unsere Zuschauerschaft aussieht. Also welches Alter hat unsere Zuschauerschaft, aus welchem Land kommen die, wahrscheinlich welches Geld verdienen die somit, daraus leitet YouTube dann so ein bisschen ab, ja, wie gut die Zuschauerschaft für einen entsprechenden Werbekunden passt. Und je nachdem, wie dieser Wert dann ausfällt, ja, wird das dann multipliziert miteinander, also CPM mal Viewerschaft und damit kommt man dann auf einen Wert. Bei uns liegt der CPM bei ca. 6 €, das heißt, wir bekommen 6 € pro 1000 Views. Ihr seht schon, das ist eine ganz schöne Wissenschaft für sich. Also ich bin da auch jedes Mal, wenn Fabi mir davon berichtet, ich finde das super spannend, aber ich bin auch jedes Mal wieder überrascht, ja, wie wissenschaftlich das ist und was da alles für Einflussfaktoren ist. Es ist also gar nicht so leicht, wie sich das manch Zuschauer oder Zuschauerin vorstellt. Und vor allem werdet ihr auch ganz schnell merken,
man wird damit jetzt nicht reich und es ist gut, dass man verschiedene Einkommensströme hat. Ja, definitiv. Also ihr müsst euch vorstellen, 1000 Views, also 1000 Aufrufe auf ein Video, das ist schon gar nicht so wenig. Das ist schon echt relativ viel. Und dafür dann 6 Euro, was schon bei uns im Durchschnitt schon ein relativ guter CPM ist. Also es gibt auch Kanäle, die bekommen dann nur noch 1 Euro beispielsweise. Und das schlägt sich dann einfach dann nieder in, ja, im Geld am Ende. Und wir können euch mal auch hier einblenden, die Statistik, aus welchem Land unsere Zuschauer kommen. Oder ja, aus welchem Land unsere Zuschauer kommen. Wer jetzt gedacht, natürlich Großteil Deutschland, weil wir halt auch einfach deutschen Content machen. Und so kann man dann wirklich in jedes Detail dann abschlüsseln, ja, wie sieht unsere Zuschauerschaft aus. Natürlich alles anonym und einfach nur mit der großen Lupe drüber gefahren, wie sieht das in der Statistik aus. Wir können aber nicht genau wissen, wer da jetzt gerade guckt und so weiter. Also das genau. Sind einfach nur die puren Statistiken. So, jetzt haust aber mal raus. Jetzt spann hier nicht alle so auf die Folter. Ja, genau. Insgesamt letztes Jahr haben wir mit YouTube verdient, nur durch die eingeschalteten Werbeblöcke durch YouTube anteilhaft 7.721,80 €. Das ist eine Menge Geld. Das ist eine Menge Geld. Aber es ist auch nicht genügend Geld, um damit jetzt ein ganzes Jahr komplett alles zu bezahlen, weil da kommt ja die Fixkosten auch mit dazu, da kommt Krankenkasse mit dazu. Also man sieht schon, man wird damit nicht alleine über die Runden kommen. Genau. Und ihr könnt jetzt mal so ungefähr abschätzen, also 8.000 €. Wir kommen am Ende nochmal so ein bisschen auf den Zeitaufwand, wie viel wir so dafür, ja, investiert haben sozusagen. Und dann könnt ihr für euch selber gerne abschätzen, ob da 8.000 € viel Geld ist oder vielleicht auch wenig Geld ist. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Das würde uns natürlich interessieren. Zum Thema Werbung können wir noch ganz klar sagen, man kann auf YouTube einstellen, wie viel Werbung zwischen den Videos geschaltet wird. Also innerhalb des Videos kann man das ziemlich detailliert einstellen. Es hat aber, können wir sagen, keinen Vorteil, wenn man das Video voll mit Werbung ballert. Deswegen machen wir ein bisschen Werbung rein. Das müssen wir auch machen, damit wir da ein bisschen Geld rausbekommen. Aber wir reduzieren das wirklich so, dass man das Video auch noch gut angucken kann und nehmen da auch wirklich die Kritik auf, falls das mal zu viel sein sollte. Was da ganz interessant ist, YouTube selbst macht aber von vornherein sehr viele, ja, Werbeblöcke rein. Und wir, in dem Fall Fabi, nimmt dann wieder Werbeblöcke raus, sodass es nicht total überhäuft ist. Weil wenn man diese Grundeinstellung, sage ich mal, lassen würde, dann wären das so locker 6-7 Werbeblöcke pro Video. Genau, und das müsst ihr mir sozusagen... Wollen wir euch nicht antun. Das wollen wir euch nicht antun. Das ist auch einfach dann nicht mehr sehbar sozusagen. Wir hatten es tatsächlich einmal, dass ich einfach vergessen habe, das, ja, einzustellen, diese Einstellung, und die zu löschen. Und das haben wir dann nachträglich gelöscht. Also, aber manchmal vergisst man es einfach. Also nehmt es uns nicht übel, falls, genau, wir es mal vergessen. Aber ich bin ja auch ehrlich, ich gucke mir auch YouTube-Videos an. Und manchmal ist da ja auch ganz spannende Werbung dabei. Sehr gut. Dann kommen wir nämlich auch schon zu unserem letzten und größten Punkt, womit wir letztes Jahr Geld verdient haben in unserer Selbstständigkeit. Das ist das ganze Thema Kooperation. Und für mich ist das auch ein extrem interessantes Thema, weil ich Kooperationen sehr, sehr gerne filme, weil sie uns meistens extrem viel Spaß machen, weil man sich oftmals sehr kreativ austoben kann und das eine schöne Abwechslung ist. Und an der Stelle kann man auch sagen, wir kriegen, so wie ich glaube ganz, ganz viele Content Creator, extrem viele Kooperationsanfragen. Und wir setzen uns sehr intensiv damit auseinander, welche Kooperationen wir annehmen. Und da ist es dann so, dass wir ganz genau schauen, okay, macht dieses Produkt für uns überhaupt Sinn? Können wir das auch verwenden? Können wir es testen? Und wollen wir es dann auch weiterempfehlen? Also wir testen das auch vorher immer. Und wenn wir da irgendwie denken, nee, die Qualität ist schlecht oder wir können vielleicht das Unternehmen nicht, ja, weiterempfehlen, warum auch immer, dann würden wir das auch nicht machen. Also das ist auch mir ganz, ganz wichtig, weil wir da natürlich auch irgendwie auf unseren Werten aufbauen wollen. Ich könnte sonst abends auch nicht einschlafen, muss ich ehrlich sagen.
Und deswegen, alles, was ihr bei uns seht, Kooperation, die können wir dann auch wirklich weiterempfehlen. Wir haben Kooperationspartner, mit denen arbeiten wir sehr lange zusammen, mit denen arbeiten wir immer wieder zusammen. Und es macht wirklich extrem viel Spaß und für uns als Content Creator ist das, wie gesagt, auch richtig cool, weil man sich oftmals sehr kreativ austoben kann. So, aus dem ganzen Wust von verschiedenen E-Mails gucken wir uns natürlich erstmal die Kooperationspartner an, sortieren die aus und gucken ja erstmal, wie ist so der Ruf, sind die angesehen, die Kooperationspartner? Was sind das für Produkte, die die herstellen? Passen die überhaupt ja, zu uns, zum Vanlife? Oder sind das irgendwelche random Produkte, die irgendwie überhaupt nichts damit zu tun haben? Sowas wird natürlich gnadenlos aussortiert, weil ich möchte nicht, dass unser Sender irgendwie zum QVC-Sender mutiert. Ich glaube, da hat keiner was am Ende davon. Deswegen werden wir solche Sachen, solche Anfragen auf jeden Fall immer aussortieren. Auch Produkte, die einfach qualitativ schlecht sind, nehmen wir dann nicht auf. Also wir gucken schon, dass das immer qualitativ gute Produkte sind, für die wir am Ende ja auch unser Gesicht hinhalten. Genau. Und beim Thema Kooperation könnt ihr euch vorstellen, gibt es dann auch zwei verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass wir Werbung schalten und wir bekommen dafür dann Geld, also unseren Lohn quasi. Oder wir bekommen das Produkt, für das wir Werbung machen und kein Geld dafür, sondern haben dann letztendlich das Produkt. Und das ist ein sogenannter Barter-Deal. Also diese zwei Möglichkeiten gibt es. Wir haben auch in den vergangenen 2,5 Jahren beides mehrfach gemacht, mehrfach ausprobiert und muss ganz klar sagen, alles hat Vor- und Nachteile. Also das klingt ja auch erstmal schön, man kriegt Produkte, man kann die dann selber behalten, man kann sie testen. Man muss aber auch darauf achten, dass sämtliche Produkte, die wir dann natürlich gestellt bekommen, die müssen wir auch versteuern, weil Fabi ist Freiberufler. Das heißt, er ist natürlich ganz normal steuerpflichtig in Deutschland. Und alles, was wir einnehmen, also auch die Produkte, die ja auch einen Geldwert haben, müssen am Ende des Tages versteuert werden. Ja, das heißt, ihr zahlt für ein Produkt Steuern, habt aber gleichzeitig kein Geld bekommen, dass ihr sozusagen den Fiskus davon abgeben könnt. Deswegen muss man bei den Barter-Deals sehr, sehr aufpassen. Die können am Ende die Steuer sehr, sehr ins Negative auswirken lassen. Deswegen muss man da immer so ein bisschen gucken und die Barter-Deals wirklich nur da einsetzen bzw. annehmen, wo es wirklich sinnvoll ist. Sowohl Barter-Deals als auch Geldwerte haben wir jetzt in einer Summe zusammengefasst und wir haben im letzten Jahr durch diese Kooperation insgesamt einen Wert von 13.506,52 € verdient. Das klingt erstmal gut. Das ist auch viel Geld. Das klingt nach sehr, sehr viel Geld. Aber wie gesagt, haltet auch im Hinterkopf, dass da Produkte mit dabei sind. Genau. Und jetzt, Trommelwirbel. Trommelwirbel. Hat Fabi mal alles zusammengerechnet, was insgesamt mit der Selbstständigkeit verdient wurde im Jahr 2022. Und das waren, willst du oder soll ich? Du darfst gerne. Ich darf. Okay. Das waren 2022, Mensch, es könnte nicht passender sein, 22.128,65 € brutto. Das heißt, davon gehen dann nochmal Steuern ab. Wir sind keine Steuerberater, also da werden wir euch jetzt keine Tipps geben oder ähnliches. Aber das nur so als Zwischeninfo. Ich finde trotzdem, dass man auf diesen Wert sehr stolz sein kann. Ja, also ich bin auch sehr stolz drauf. Das haben wir echt uns gut erarbeitet, glaube ich. Und da können wir stolz drauf sein. Das ist natürlich ein Riesenwert und ich bin da super stolz drauf, dass wir uns das in den 2,5 Jahren so aufbauen konnten, dass da jetzt so eine große Summe steht. Wie gesagt, brutto, da kommt nochmal was weg. Wir können euch gerne nächstes Jahr verraten, was dann der Fiskus noch haben wollte. Ja, aber um das ein bisschen zu relativieren vielleicht oder in eine andere Perspektive zu setzen, wenn man dann mal gegenüberhält, diese 22.000 brutto, wie viel Zeitaufwand das war, das sind, ich habe es mal ein bisschen aufgeschrieben, in etwa filmen wir für einen Vlog in etwa 8 Stunden circa. Mhm. Dann kommt nochmal in etwa 2 Tage Aufwand zum Videoschnitt, zum Bearbeiten des Thumbnails, zum Hochladen, für Untertitel, für diese ganzen Kleinigkeiten, die wirklich zeitintensiv sind. Also sind wir schon bei 3 Tagen.
Dann kommt die Kommunikation, die ich übernehmen muss mit den Kooperationspartnern. Da habe ich mal, das ist natürlich mal mehr, mal weniger. Aber insgesamt ist es doch schon ein ganz schönes E-Mail-Ping-Pong, was da hin und her geht, bis dann mal wirklich eine Kooperation zustande kommt, die dann auch monetär was bringt. Also das habe ich mal mit 4 Stunden aufgerechnet. Und dann kommen natürlich noch so zusätzliche Sachen, wie gerade bei uns der Podcast, der viel Zeit nimmt. Ja, Community-Pflege, das ist für uns sehr, sehr wichtig, dass wir mit euch kommunizieren, dass wir in die Kommentare schreiben, dass wir antworten, dass wir einen Austausch haben, weil davon lebt YouTube am Ende. Das ist YouTube, weil sonst könnte man ja auch einfach Fernsehen gucken. Ich glaube, YouTube ist eine super Plattform, die sehr, sehr, sehr viel Spaß macht, aber auch wirklich Zeit für die Leute beanschlagt, die das wirklich professioneller machen wollen. Genau, damit kommen wir dann am Ende so auf eine Wochenstunde von 35 bis 40 Stunden die Woche, die ich mit YouTube oder die wir mit YouTube, du teilweise, ja dann in Beschlag nehmen. Und ich muss auch sagen, wir haben 2022 jede Woche ein Video rausgebracht. Heißt, selbst wenn wir 2-3 Wochen im Urlaub waren auf den Philippinen, selbst da haben wir Videos rausgebracht. Ja, jetzt klingt das alles erstmal nach viel Zeitaufwand und wenig Outcome, sage ich mal. Das soll jetzt gar kein Jammern sein oder ähnliches, sondern vielleicht einfach mal den Bogen spannen dazu, warum machen wir denn YouTube überhaupt? Nämlich, weil es uns extrem viel Spaß macht. Genau. Also wir investieren diese Zeit sehr, sehr gerne. Es macht uns Spaß. Es ist auch okay, dass es ja fließend ist mit Freizeit und Beruf. Es macht uns wirklich extrem viel Spaß. Wir können uns da neu dran ausprobieren, kreativ werden und haben ganz, ganz viel gelernt. Aber ja, das ist das, was wir am Ende damit verdienen. Es ist, wenn man es wirklich mal runterbricht auf einen Stundenlohn, ist es bestimmt kein Job, den man jetzt irgendwie ganz hoch ansiedelt, rein vom Lohn. Richtig. Also, wer damit reich werden will, der sei wirklich gewarnt. Es ist eine Menge Arbeit und man wird da nicht schnell reich mit. Aber wir können uns dafür diesen Lebensstil ermöglichen und das ist das, was uns am Ende sehr, sehr glücklich macht. Richtig. Und da seid ihr natürlich auch mit verantwortlich für diese Summe, weil ihr so fleißig mitschaut und kommentiert und vielleicht auch mal auf den Affiliate-Link klickt. Das freut uns natürlich riesig und dafür sind wir sehr dankbar und ja, wollten mit euch einfach mal teilen, wie viel das jetzt am Ende geworden ist, um auch mal ein bisschen Klarheit zu schaffen, weil ich denke, das ganze Thema Geld und Einnahmen und Gehalt ist in Deutschland einfach noch viel zu intransparent und wird viel zu selten kommuniziert, was ja eigentlich irgendwie schade ist, weil es ist ja ein interessantes Thema zum einen und zum anderen ist es ja auch nicht schlimm. Also ich wüsste keinen Grund, warum man da nicht mehr drüber reden sollte. So, jetzt habt ihr mal unsere gesamten Einnahmen für das Jahr 2022 gesehen, zumindest aus der selbstständigen Sicht. Uns würde interessieren, seid ihr auch an den Ausgaben interessiert? Also wollt ihr auch mal wissen, was wir so pro Monat im Vanlife ausgeben? Wenn ja, dann schreibt es uns auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, dann können wir da nämlich auch nochmal ein Video dazu drehen. Wir verabschieden uns jetzt aber erstmal für diese Woche. Wir gucken mal, ob wir euch vielleicht nächste Woche wieder in einem Vlog mitnehmen oder was wir uns diesmal einfallen lassen. Wünschen euch auf jeden Fall schon mal ein wunderschönes Wochenende und ja, freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Ciao, mach's gut zusammen. Tschüss. Tschüss.